Der liebe Michael Truppe baut doch einen ganz innovativen Schiebeschlitten. Und da haben wir gedacht, lieber Michael, baue ich gleich ein Zubehör, ein Jig dazu, um deinen innovativen Schiebeschlitten Cross-Cutlet gleich noch ein bisschen aufzuwerten. Tenutschienen in dem Schiebeschlitten, in dem Cross-Cutlet, die allein sind schon richtig gut, wenn man da so kleine Leisten irgendwie sägen muss. Man kann es nicht vernünftig festhalten. Ich komme mit so einem Teil da daher. Spann das fest und kann sicher schneiden, ohne dass ich da irgendwas mache. Das ist aber jetzt eigentlich nicht das, um was es in meinem Projekt geht. Ich zeige euch genau, wie ich das gemacht habe. Und zum Schluss führe ich vor, für was die Teile überhaupt sind. Das erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe den Schiebeschlitten schon sehr lange. Ganz ein normaler, nichts Außergewöhnliches, ganz normal. Aber für dieses System habe ich die zwei Tenutschienen gebraucht. Und die habe ich vorher nachträglich eingefräst, die habe ich hineingefräst. Das zeige ich auch ohne Erklärung einfach kurz, wie ich es. Einfach nur, dass ihr seht, wie ich es gemacht habe. Und dann, wie wir das gebaut haben, wie ich das gebaut habe, weil ich habe es gebaut, wie man das einsetzt und für was das gut ist.
Angenommen, man möchte da eine Aussparung reinsägen. Es könnte ja sein, dass man dies aufsägen will, auftrennen will. Das ist ein Jig für die Tischkreissäge für den Schiebeschlitten. Damit kann man sowas machen. Oder auch diese Nuten, Aussparungen reinsägen. Oder ganz schmale Leisten sägen.